Balleroberung, Vedat Ibisevic. Vedat Ibisevic runter auf Alexander Esswein. Komm, der ist schnell. Der ist schnell. Hey Leute, was geht ab durch und willkommen hier zu einer neuen Folge Trainerkarriere mit der Hertha. Heute gibt es das Bundesligaspiel gegen die Eintracht, gegen Eintracht Frankfurt. Sie sind auf dem 4. Tabellenplatz, also gar nicht so schlecht. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, nicht, dass wir da einen Ausrutscher, sag ich mal, hinlegen und da die drei Punkte nicht mitnehmen. Hier Versprecher am Anfang des Videos auf jeden Fall. Gibt es in der nächsten Folge, dann kann ich euch schon sagen, das Spiel gegen Borussia Dortmund, also noch ein Kracherspiel hinterher, nach den Schalkern und nach den Münchnern, dann Hamburg, dann gibt es ja auch mal DFB-Pokal, Mainz 05 müssen wir da ran und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal rein in die Partie. Nach der Partie gibt es natürlich noch Training. Trainingseinheiten oder gibt es nicht? Ich weiß es gar nicht. Ist das Dortmund-Spiel in der Woche? Wenn ja, gibt es die Trainingseinheiten nicht. Wenn nein, gibt es die Trainingseinheiten. Erstmal jetzt hier die Frankfurter abziehen, würde ich sagen. Aber Aufstellung anpassen. So, Langkamp kommt wieder rein. Esswein darf von Beginn an für Haraguchi. Ja, und der Rest passt erstmal so. Und so spiele ich. Zack, spielen auf Legende. 5 Minuten. Schauer? Och nö. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Stendera. Da ist der Torwart da. Uiuiui. Der erste Abschluss und Donnarumma muss da hin. Marc Stendera bringt die Ecke, aber die ist sowas von ungefährlich. Ich kann Weise einfach annehmen. Und wir können jetzt kontern über Vedat Ibisevic, wollte ich sagen. Aber Ibisevic verliert die Kugel. Kayubi spielt hoch auf Makoto Hasebe. Könnte aus der zweiten Reihe mal den Abschluss suchen. Macht er aber nicht. Er ist ja nicht der Abschlussstärkste und stark von Weiser. Und jetzt geht es hier wieder nach vorne. Schnell nach vorne. Ich versuche es schnell zu spielen. Also wirklich kommt da keiner hinterher. Ibisevic, Weiser. Nochmal runter. Kalou, Darida. Alexander Esswein verliert die Kugel, aber wir sind zum Glück noch im Ballbesitz. Da der Frankfurter da mit der Kugel ins Ausrennt. Schellbrett, Kalou, Marvin Plattenhardt. Plattenhardt, was machst du da? Stark gespielt, Kalou. Und jetzt nochmal in die Mitte. Ah, ja, ja, in die Mitte auf, wer war das? Weiser? Nee, doch, Weiser müsste das sein. Jetzt müssen wir aufpassen. Rebic, Plattenhardt, kommt da nicht hinterher. Brooks muss rausrücken aus der Innenverteidigung. Und zum Glück klärt da Langkamp. Nee, Esswein war das, stimmt, den haben wir ja auch drauf. Habe ich glatt vergessen. Kalou! Es läuft noch nicht so richtig. Jetzt unten, da mal Platz, da haben wir Platz. Alexander Esswein bringt die Flanke auf Ibisevic. Ah, ja, 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 ja. Bloß den Ball jetzt nicht verlieren, aber Felix Passlack passt da hinten auf. Und wir können wieder ganz in Ruhe nach vorne spielen. Darida Ibisevic macht das Ganze ganz gut, aber der Pass ist alles andere als gut. Jawohl, Mitchell Weiser hat das Tempo, an Otschipka vorbeizuziehen. Mitchell Weiser mit dem Berberspin in die Mitte und ich komme da nicht vorbei. Schade, ich hab's mal mit einem Trick probiert und nicht mit einer Flanke auf Vedat. Auf Velo, Velo. Halbzeitpause und ich werde einen Spieler auswechseln und das wird Hamburg 1-1 gegen Bayern, okay. Das wird der Herr Marvin Plattenhardt sein, weil er ist nicht mehr der Fitteste, das merke ich auch in-game. Deswegen wird da Pickarick reinkommen und auch Niklas Stark für Darida. Also ich muss da auch auf die Fitness achten, ey. Die Spieler sind alle nicht mehr bei 100%. Klar, nach 45 Minuten ist man nicht mehr bei 100%, aber sie waren halt vor dem Spiel schon nicht bei 100%. Das meine ich.
Eckball für die Frankfurter. Wieder Marc Stendera mit der Ecke dieses Mal. Es ist wieder ungefährlich. Und wieder Mitchell Weiser mit der Balleroberung. Vedat Ibisevic. Vedat Ibisevic runter auf Alexander Esswein. Komm, der ist schnell. Der ist schnell. Bringt die Flanke auf Ibisevic und der Keeper kommt ran. Passlack. Schellbrett. Kalou. Niklas Stark. Ibisevic. Mitchell Weiser. Mitchell Weiser. Holt die Ecke raus. Und ich mache es so, ich will die Ecke hier vorne hin haben auf Vedat Ibisevic. Oh, was ist das denn? Dahin wollte ich die Ecke nicht haben. Dahin wollte ich die Ecke einfach nicht haben. Stark, Kalou. Salomon, Kalou macht das 1:0, beziehungsweise das 0:1. Ich habe überlegt, spiele ich nochmal den Pass rüber auf Ibisevic. Nein, ich habe es alleine gemacht. Ich glaube sogar, der Ball ist an den Pfosten gegangen. Da hat der Innenverteidiger mal kurze Zeit nicht richtig aufgepasst. Kalou war da, schnappt sich die Kugel und zimmert das Runde ins Eckige. 0:1. Der Ivora schlägt zu, sehr geil. Und am besten nochmal zuschlagen. Nicht Kalou. Meinetwegen kann auch Weiser zuschlagen oder Ibisevic oder Niklas Stark. Alle können zuschlagen, solange wir da oben 2:0 in Führung gehen. Weil das ist definitiv sicherer. Auf Legende, da kann man sich ganz schön schnell ein Gegentor fangen, weil was die hier teilweise für Kombinationen dann raussauen, ist nicht mehr feierlich. Okay, ist sehr feierlich, kann man auch so sagen. Ibisevic. Langes Ding in der Mitte. Wartet wer? Ich weiß es nicht. Ich mach's aber alleine. Wieder auf Kalou. Geht an der Außenlinie vorbei oder auch nicht. Nein, 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 nein. Zum Glück köpft er da vorbei. 5 Minuten sind nämlich noch auf der Uhr. Und das wäre das 1:1 gewesen. Und das wäre, ja, das wäre das Unentschieden und somit nur ein Punkt. Ich möchte aber die 3 Punkte haben. Ich möchte die 3 Punkte haben. Niklas Stark, Ibisevic kommt da nicht durch, wird da gleich gestört bei der Ballannahme sogar schon. Felix Passlack, Niklas Stark, Kalou und jetzt nochmal eins weiter auf Alexander Esswein und das könnte das nächste Ding sein, ist es aber nicht. Er wird hier umgegrätscht beim Torabschluss. War Ball gespielt, sonst würde der Schiedsrichter nämlich pfeifen. Und 3 Minuten Nachspielzeit. Es kann nochmal eng werden. Es kann nochmal eng werden. Rebic, nein. Langkamp muss rausrücken. Das machen sie gut, aber die Flanke ist nicht gut. Und geklärt die ganze Sache. Er pfeift ab, der Schiedsrichter. Und 0:1 habe ich gewonnen. Knappes Ergebnis. Ja, reicht aber auch für die 3 Punkte. Ja, ausgeglichene Partie. Sehe ich genauso. Bayern verliert 2:1 gegen Hamburg. Nice. Wer war auf dem zweiten und dritten Platz? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Dortmund und Gladbach, okay. 2 Punkte Vorsprung haben wir jetzt insgesamt. Wenn Hoffenheim gewinnt, sind sie auf dem 2. Platz und dann haben wir 1 Punkt Vorsprung, okay. Also gegen Dortmund wird es eine richtig kracher Partie. Die Trainingseinheiten lasse ich jetzt mal weg, weil die Spieler jetzt nicht so fit sind. Torschützenliste führt Aaron Hunt an mit 4 Toren, aber auch Salomon Kalou, unser Spieler, hat auch ebenfalls 4 Tore. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein paar Daumen freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssikowski.